Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich, dass du dabei bist. Im heutigen Video geht es um Energiezentren in deinem Körper, sogenannte Chakras. Diesen Begriff hast du vielleicht schon gehört. Der kommt ganz, ganz oft vor, wenn man Yoga praktiziert, Yoga-Stunden besucht. Und es gibt ganz viele Energiezentren in deinem Körper. Wir werden uns heute auf die 7 Hauptchakren fokussieren, die entlang deiner Wirbelsäule liegen. Beginnt ganz unten an der Wurzel und geht bis ganz nach oben zur Krone. Jedem Energiezentrum sind auch bestimmte Qualitäten zugeordnet, ja auch Farben oder andere Attribute. Und ich werde dir heute in dieser Yoga-Sequenz einige Informationen geben, während du in einer Haltung bist. Und du wirst auch Farben visualisieren und auch das entsprechende Mantra zu jedem Energiezentrum tönen. Es wird eine sanfte Praxis sein, das heißt, du wirst die Asanas länger halten. Es sind sicherlich Asanas, die dir auch schon vertraut sind, die du jetzt ja in diesem Video nochmal neu erkunden kannst unter diesem thematischen Fokus. Die ersten Haltungen wirst du in der Rückenlage praktizieren, dann wechselst du in die Bauchlage und dann zum Schluss kommst du nach oben hoch zum Sitzen. Du kannst die ganze Zeit die Augen geschlossen halten, wirklich tief in dich gehen, zu diesem entsprechenden Energiezentrum hinspüren und wirklich da ganz tief in das heutige Thema eintauchen. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Als ich das Video aufgezeichnet habe, gab es leider technische Probleme mit dem Ton. Das heißt, ich habe das Video nachsynchronisiert. Bedeutet, Lippenbewegung und Ton passen leider nicht zusammen. Ich hoffe, das stört dich nicht allzu sehr. Probier einfach mal, ob das für dich funktioniert. Wie gesagt, die meisten Haltungen, ja, sind wirklich Haltungen, die du schon kennst, die du länger hältst. Es gibt auf dem Bildschirm eigentlich nicht wirklich viel zu sehen, sodass du dich wirklich ganz sicher von meiner Stimme durch diese Yoga-Praxis führen lassen kannst. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Freude, ein tiefes Spüren der Energiezentren und der Qualitäten in deinem Körper, dass du da auch mehr hinspürst und dich vertraut damit machst. Und dann geht es los in der Rückenlage im liegenden Baum Supta Vrikshasana. Du legst dich auf deinen Rücken mit aufgestellten Beinen, lässt das linke Bein lang ausgleiten und öffnest das rechte Bein zur Seite, bringst die Fußsohle an die Innenseite vom linken gestreckten Bein. Du kannst gerne auch einen Block unter das rechte Bein drunter legen. Achtest darauf, dass die linke Gesäßhälfte geerdet bleibt. Nimm 2, 3 tiefe Atemzüge in deinen Bauch, in deinen Brustkorb und komm in der Haltung an. Bring deinen Fokus zum unteren Ende der Wirbelsäule, zu deinem Steißbein, zu deinem Wurzelchakra, auf Sanskrit Muladhara Chakra genannt. Dieses Energiezentrum ist mit dem Element Erde verbunden. Stelle dir am untersten Ende deiner Wirbelsäule einen kleinen roten Lichtwirbel vor. Konzentriere dich weiterhin auf dieses Energiezentrum ganz unten an deinem Steißbein.
Nimm noch einen tiefen Atemzug. Und löse langsam das rechte Bein, stell es wieder auf und lass es langsam ausgleiten. Dann wechselst du langsam zur anderen Seite, das linke Bein stellt auf und fällt ganz locker nach außen. Du bringst den Fuß an die Innenseite vom rechten Bein. Auch hier vielleicht magst du wieder einen Block unter das linke Bein legen, sodass die rechte Gesäßhälfte sich gut nach unten erden kann. Fokussiere weiter auf dieses unterste Energiezentrum. Es ist mit den Themen Stabilität, Sicherheit, Urvertrauen und Lebenswille verbunden. Wenn du magst, dann visualisierst du wieder oder immer noch diesen roten Lichtwirbel an deinem Steißbein. Nimm noch einen tiefen Atemzug. Löse dann langsam die linke Seite auf. Das Bein stellt auf und streckt sich lang aus. Lege beide Hände auf deinen Unterbauch und dann wirst du jetzt das Bija-Mantra vom Wurzelchakra mit mir zusammen tönen. Das lautet Lam, L-A-M. Dafür atmest du zunächst einmal tief ein und mit einer Ausatmung sprichst du 7-mal das Mantra Lam. Leise und sanft für dich. Atme für das Tönen tief ein, ausatmen, lam, 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 lam. Eine zweite Runde, atme dafür tief ein, ausatmen. Lam, 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 lam. Spüre einen kurzen Moment nach. Und dann machst du dich bereit für das nächsthöhere gelegene Chakra, das Sakralchakra oder auf Sanskrit
Svadhisthana Chakra genannt. Dafür kommst du in einen sanften liegenden Twist, stellst nacheinander deine Beine auf, öffnest die Arme locker zur Seite und dann versetzt du dein Becken ganz leicht zur linken Seite und lässt deine Beine nach rechts hinübergleiten. Die Beine liegen ganz locker aufeinander. Du kannst auch gerne ein Kissen zwischen die Knie legen. Bring deine Aufmerksamkeit jetzt zu deinem Unterbauch, ungefähr 3 Finger breit unter deinem Bauchnabel. Und hier in diesem Bereich kannst du dir einen kleinen orangefarbenen Lichtwirbel vorstellen. Atme ruhig und gleichmäßig, fokussiere dich auf diesen Körperbereich vom Sakralchakra. Stell dir vor, wie die Energie durch deinen Körper hindurchströmt. Von vorne und von hinten wirst du ganz durchlässig. Nimm noch einen tiefen Atemzug. Und löse dann langsam aus der Haltung, drehe wieder zurück auf den Rücken. Und dann, wenn du soweit bist, wechselst du zur anderen Seite. Das Becken macht einen kleinen Hüpfer nach rechts hinüber und die Beine fallen nach links. Bleibe mit deiner Ausrichtung beim Sakralchakra, das mit den Themen verbunden ist. Sexualität, Sinnlichkeit, Fortpflanzung und Kreativität. Dieses Energiezentrum ist mit dem Element Wasser verbunden. Atme noch einmal tief ein und aus. Bevor du dich dann langsam aus der Haltung herausrollst, wieder zurück auf den Rücken und die Beine lang ausgleiten lässt. Lege deine Hände auf den Unterbauch, mach dich bereit, das Bija-Mantra zu tönen. Das lautet VAM, V-A-M. Gleiches Vorgehen wie beim letzten Mal, einmal tief einatmen und auf eine Ausatmung 7-mal das Mantra leise und sanft sprechen.
Atme tief ein, ausatmen, wam, 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 wam. Noch ein zweites Mal. Atme dafür tief ein, ausatmen, wam, 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 wam. Dann wanderst du mit deiner Aufmerksamkeit weiter nach oben zum nächsten Chakra, zum Nabelchakra oder auf Sanskrit Manipura Chakra. Dafür stellst du das rechte Bein auf und ziehst das rechte Bein zu dir heran für Apanasana, verschränkst die Finger ineinander und gibst sie oben auf das Schienbein. Lenke deine Aufmerksamkeit nun zum Punkt ungefähr 3 Finger breit über deinem Bauchnabel. Dort kannst du dir einen gelben Lichtwirbel vorstellen. Mit der nächsten Ausatmung lässt du das rechte Bein wieder ausgleiten und spürst kurz nach. Wechselst dann zur anderen Seite, das linke Bein stellt auf, du ziehst den Oberschenkel zu dir heran, fächerst die Finger oben auf dem Schienbein ineinander und ziehst das Bein ganz sanft zum Bauch. Fokussiere auf das Nabelzentrum, das mit den Themen verbunden ist: Selbstvertrauen, Willenskraft, Entwicklung des Ich und Persönlichkeit. Diesem Energiezentrum wird das Element Feuer zugeordnet. Mit der nächsten Ausatmung löst du das linke Bein und legst es lang ausgestreckt wieder zurück zur Erde. Lege deine Hände nun auf deinen Oberbauch und mach dich wieder bereit, das Bija-Mantra zu tönen.
Das Bija-Mantra vom Manipura, vom Nabelchakra, lautet Ram. R-A-M. Du gehst wieder gleich vor wie die letzten Male auch. Dafür atmest du tief ein. Ausatmen. Ram, 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 ram. Noch eine zweite Runde. Atme wieder tief ein. Ausatmen. Ram, 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 ram. Spüre kurz nach. Halte deine Ausrichtung auf dem Oberbauch. Und dann stellst du dich langsam wieder auf Bewegung ein. Denn für das nächste Chakra kommst du jetzt in die Bauchlage und kommst in eine Kobra oder eine Sphinx-Pose. Für das Herzchakra kannst du dich entweder auf deinen Unterarmen abstützen. Hast die Unterarme parallel und die Ellenbogen unter deinen Schultern. Du kannst aber auch für die Kobra die Hände neben deine Rippe nehmen, den Oberkörper etwas weiter nach unten absenken, eine etwas kraftvollere Haltung. Der Kopf dann in Verlängerung der Wirbelsäule, Blick geht locker nach unten. Du wählst jetzt deine Variante, welche Haltung du heute praktizieren möchtest. Kommst in deine Haltung an, bringst deine Aufmerksamkeit zur Mitte von deinem Brustbein. Das Herzchakra oder auf Sanskrit Anahata Chakra. Kannst dir in der Mitte von deinem Brustkorb einen kleinen grünen Lichtwirbel vorstellen, der die Energie ein- und ausströmen lässt, auch auf der Rückseite deines Herzens. Du wirst ganz durchlässig. Das Herzchakra ist mit den Themen verbunden: Liebe, Mitgefühl, Offenheit und Toleranz. Diesem Energiezentrum wird das Element Luft zugeordnet. Halte deinen Fokus auf dem Energiezentrum.
dann machst du dich bereit, das Bija-Mantra des Herzchakras zu tönen. Es lautet YAM, YAM. Du atmest tief ein und aus. YAM, 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 YAM. Noch einmal so. Atme tief ein und aus. YAM, 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 YAM. Leg dich anschließend nach unten ab, bilde mit deinen Händen ein kleines Kissen und spüre einen kurzen Moment nach. Hebst du mit der nächsten Einatmung deinen Kopf langsam nach oben an? Und dann machst du dich bereit, dich nach oben hochzudrücken, um in einen Fersensitz zu kommen. Wenn ein Fersensitz nicht möglich ist, kannst du natürlich auch in einen kreuzbeinigen Sitz kommen. Und dann richtest du deine Aufmerksamkeit auf das nächsthöher gelegene Chakra, in der Mitte von deinem Hals, Hals- oder Kehlchakra genannt, auf Sanskrit Vishuddha-Chakra. Und hier in diesem Bereich kannst du dir einen kleinen hellblauen Lichtwirbel vorstellen. Dieses Energiezentrum ist mit den Themen verbunden: Kommunikation, Wahrheit, Wortbewusstsein und Musikalität. Zugehörig ist das Element Äther. Bleibe mit deiner Ausrichtung bei diesem Energiezentrum in der Mitte von deinem Hals. Und dann mit deiner nächsten Einatmung öffnest du langsam deine Augen. Und dann machst du dich bereit für die Löwenatmung. Du wirst jetzt gleich laut und kräftig über den offenen Mund ausatmen. Das heißt, du öffnest bei der Ausatmung den Mund ganz weit, streckst die Zunge raus, öffnest deine Augen, kannst nach oben zum Punkt zwischen deinen Augenbrauen schauen und wirklich ganz kraftvoll und geräuschvoll über den offenen Mund ausatmen. Und dann machst du dich bereit, du schließt deine Augen
Und dann atmest du tief und kraftvoll ein. Öffnest den Mund weit, streckst die Zunge raus. Schließ wieder deinen Mund, schließt deine Augen, spürst nach. Machst du dich bereit für eine zweite Runde? Du atmest tief ein, öffne den Mund, die Augen. Mund wieder schließen, Augen schließen, nachspüren. Dritte und letzte Runde, atme tief ein. Mund auf, Augen aus, Zunge raus. Spüre nach, bring deine Aufmerksamkeit zu deinem Kehlzentrum. Machst du dich nun bereit, das Bija-Mantra vom Hals- oder Vishuddha-Chakra zu rezitieren, zu tönen? Es lautet Ham, H-A-M. Dafür atmest du wieder tief ein. Ausatmen, Ham, Ham, Ham. Ham, 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 ham. Noch einmal so. Dafür atmest du wieder tief ein. Ausatmen. Ham, 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 ham. Dann löst du dich langsam aus dieser Beobachtung, öffnest deine Augen und kommst dann in einen bequemen kreuzbeinigen Sitz. Bringst nun deine Aufmerksamkeit zum nächsthöher gelegenen Chakra, zum Stirnchakra, auf Sanskrit Ajna Chakra genannt. Es befindet sich in der Mitte deiner Stirn und du kannst dir dort einen dunkelblauen Lichtwirbel vorstellen. Dieses Energiezentrum ist mit Themen verbunden wie Intuition, Weisheit, Erkenntnis und Vorstellungskraft. Diesem Zentrum wird kein spezielles Element zugeordnet. Und dann langsam stellst du dich wieder auf Bewegung ein und praktizierst jetzt eine Augenübung. Das heißt, du wirst 7-mal die Augen nach oben und nach unten führen, senkrecht führen und dein Kopf bleibt dabei die ganze Zeit bewegungslos. Finde einen neutralen Fixpunkt auf Augenhöhe und dann, wenn du soweit bist, schaust du nach oben und dann wieder nach unten 7-mal. Anschließend schließt du deine Augen. Dann machst du dich jetzt bereit für eine zweite Runde.
Dieses Mal wirst du deinen Blick waagerecht führen, das heißt mit deinen Augen nach rechts und links schauen, auch wieder 7-mal. Das machst du mit geöffneten Augen. Dein Kopf bleibt ganz ruhig in der Ausrichtung und nur deine Augen bewegen sich nach rechts und links. Finde wieder einen Fixpunkt auf Augenhöhe und dann, wenn du soweit bist, wechsel den Blick. Machst du dich bereit für eine dritte Runde? Dieses Mal wirst du deine Augen im Uhrzeigersinn kreisförmig führen. Im Uhrzeigersinn kreisförmig die Augen bewegen. Öffne deine Augen, schau geradeaus. Dann, wenn du soweit bist, möglichst große gleichmäßige Kreise mit den Augäpfeln. Vierte und letzte Runde. Dieses Mal führst du deine Augen entgegen dem Uhrzeigersinn. Öffne deine Augen, blick neutral, ohne den Kopf zu bewegen, große Kreise mit den Augen entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn. Dann atme einmal tief ein und vollständig aus. Spüre hin zur Mitte deiner Stirn. Mache dich dann bereit, das Bija-Mantra vom Stirnchakra zu tönen. Es werden zwei zugeordnet, einmal das Bija-Mantra Om, das dir sicherlich sehr bekannt ist, und zum anderen das Mantra Ksham, K-S-A-M. Und du wirst jetzt das Bija-Mantra Ksham tönen, auch wieder 7-mal mit der Ausatmung. Dafür atmest du wieder tief ein, ausatmen, Ksham, 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 Ksham. Das Ganze noch ein zweites Mal. Atme tief ein. Ksham, 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 Ksham. Dann machst du dich bereit für das 7. und höchstgelegene Chakra, das Kronenchakra, auf Sanskrit auch Sahasrara-Chakra genannt. Dafür wirst du jetzt gleich deine Kopfkrone nach unten auf die Matte bringen. Du kannst natürlich gerne auch in einem einfachen kreuzbeinigen Sitz bleiben. Du kommst also in eine Art Mini-Vorbereitungshaltung für den Kopfstand, damit der Kopf in Kontakt mit der Erde kommt. Dafür löst du dich jetzt in einen Vierfüßlerstand. Von dort aus geht es weiter.
Von hier aus bringst du jetzt deine Unterarme zur Matte und umgreifst mit deinen Händen wirklich eng deine Ellenbogen. Also wirklich ganz eng greifen und nicht die Ellenbogen auseinandergleiten lassen, schulterschmal. Von hier aus löst du deine Unterarme nach vorne und machst mit deinen Händen Handschalen. Du fächerst die Finger ineinander. Den kleinen Finger, den kannst du unten mit reinnehmen, sodass kein Druck drauf kommt. Du achtest dabei darauf, dass die Ellenbogen jetzt nicht mehr auseinandergleiten, sondern immer noch schulterschmal gestellt sind. Du wirst jetzt gleich den höchsten Punkt deines Kopfes auf die Erde bringen und den Hinterkopf in die Handschalen hinein. Ganz wichtig dabei ist, dass du es nicht auf den Haaransatz stellst und der Nacken abgeknickt wird, sondern dass der Nacken wirklich lang bleibt. Wenn du den Haaransatz aufsetzt, dann knickt der Nacken ab. Das willst du nicht. Du willst das Kinn zum Brustbein nehmen und dann die Kopfkrone auf die Erde bringen. Wenn du so einen Zopf hast wie ich, dann kannst du jetzt das Haarband gerne lösen. Und das Kinn zum Brustbein ziehen, die Halswirbelsäule lang lassen und die Kopfkrone nach unten zur Erde bringen, Hinterkopf in die Handschalen hinein, schön gestützt. Und wirklich gut mit den Unterarmen von der Erde wegdrücken, sodass du wirklich ganz wenig oder relativ wenig Gewicht auf der Kopfkrone drauf hast. Und so bleibst du jetzt in dieser Position. Atme ruhig und gleichmäßig. Am höchsten Punkt deines Kopfes kannst du dir ein kristallklares oder ein hellviolettes Licht vorstellen. Das Kronenchakra ist mit Themen verbunden wie Spiritualität, Erfahrung geistiger Welten, Erleuchtung und Selbstverwirklichung. Diesem Energiezentrum wird kein spezielles Element zugeordnet. Dann löst du dich langsam und vorsichtig aus der Haltung, hebst deinen Kopf an, kommst in die Stellung des Kindes, das Gesäß geht nach hinten auf die Fersen und rollst dich klein rund nach vorne unten ein. Und dann machst du dich bereit, das Bija-Mantra des Kronenchakras zu tönen, ganz sanft und leise in der Stellung des Kindes. Das Bija-Mantra lautet Om, O-M. Du atmest jetzt tief ein. Ausatmen. Om, 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 Om. Noch eine zweite Runde. Atme tief ein. Ausatmen. Om, 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 om.
Dann machst du dich bereit, dich aus der Stellung des Kindes herauszulösen. Du hebst deinen Kopf ganz vorsichtig an. Und dann bist du bereit für Shavasana, die Abschlussentspannung. Lege dich dafür auf deinen Rücken. Bewege gerne noch einmal Hände und Füße, Finger und Zehen, einmal kreisen. Wenn du magst, dann kannst du den Körper auch noch einmal ganz fest machen, alles aktivieren, feste Fäuste machen, die Arme anspannen, die Beine anspannen, den ganzen Körper fest machen, das Brustbein anheben, Gesäß fest. Gerne auch mit der Einatmung halten und mit der Ausatmung geräuschvoll ausatmen und loslassen. Und dann lenkst du deine Aufmerksamkeit nochmal durch alle 7 Chakren hindurch. Du fängst ganz unten an beim Wurzelchakra, Steißbein, ein roter Lichtwirbel. Wanderst mit deiner Aufmerksamkeit weiter nach oben zum Sakralzentrum, Unterbauch, orangefarbener Lichtwirbel. Weiter nach oben zum Nabelzentrum, ein gelber Lichtwirbel in deinem Oberbauch. Weiter nach oben zum Herzzentrum, ein grüner Lichtwirbel in der Mitte deiner Brust. Weiter nach oben zu deinem Halszentrum. In deiner Kehle ein hellblauer Lichtwirbel. Weiter nach oben zur Mitte deiner Stirn, zum Stirnchakra. Ein dunkelblauer Lichtwirbel. Und dann ganz nach oben zur Krone. Ein kristallklares oder hellviolettes Licht an deinem Scheitelpunkt. Und genieß dann einige Minuten in Stille.
Allmählich kommst du dann mit deiner Aufmerksamkeit zurück in deinen Raum, in dem du liegst, in Kontakt mit der Erde. Lässt den Atem tiefer in deinen Körper strömen. Spürst den Energiefluss in deinem Körper. Und vorsichtig lädst du wieder kleine Bewegungen ein von Händen und Füßen. Spannst deine Muskeln an. Die Bewegungen werden nach und nach größer. Kannst dich recken und strecken, seufzen und gähnen. Lass die Bewegungen dann größer werden, mehr Raum einnehmen. Und dann, wenn du soweit bist, öffnest du deine Augen und kommst nach oben hoch zum Sitzen. Und dann legst du eine Hand auf deinen Bauch, die andere auf deinen Brustkorb. Spürst nochmal diese vibrierende Energie in deinem Körper, die verschiedenen Energiezentren, die du jetzt fokussiert hast, wahrgenommen hast, die Themen, die damit verbunden sind, wie alles in deinem Körper in den Fluss gekommen ist. Atme tief in deine Hände hinein. Brustkorb hebt sich, Bauch hebt sich. Ausatmen, entspannt sich alles wieder. Dann nimmst du die Hände in Dankbarkeit vor deinem Herzen zusammen. Lässt dein Kinn leicht nach unten sinken. Schenkst dir einen Moment voller Dankbarkeit für deine Yoga-Praxis, dass du so viel Gutes für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele getan hast. Öffne dann langsam deine Augen. Hebe deinen Kopf nach oben an. Namaste.